Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrwe und heute will ich euch zwei neue Produkte zeigen. Und zwar keine Produkte von uns, sondern zwei neue Produkte am Volatilitätsmarkt. Denn jetzt gibt es endlich Vola-Produkte auf die europäische Volatilität. Und was diese Produkte sind, wie man die anwenden kann, darum geht es jetzt im Video. Bevor wir hier zu diesen zwei neuen Produkten kommen, die Anfang Mai jetzt hier an der Börse lanciert wurden, ein kleiner, aber ganz, ganz wichtiger Terminhinweis. Am 31. Mai, das ist ein Mittwoch, gibt es den nächsten Espresso Talk und zwar machen wir den live. 15 Uhr Espresso Talk mit meiner Frau und mir. Das heißt, ihr könnt uns jetzt auch schon Fragen stellen für den Espresso Talk. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen habt, schreibt die auch gerne hier in die Kommentarfunktion. Schreibt einfach davor, @EspressoTalk oder betreff Espresso Talk und dann beantworte ich euch diese Fragen mit. Bitte nicht solche großen Texte, sondern kurze, prägnante Fragen zum Optionshandel und die sind dann mit live dabei. 31. Mai, 15 Uhr, live hier auf diesem Kanal. So, jetzt kommen wir zu diesen Vola-Produkten. Also, jeder von euch kennt den VIX, den Volatilitätsindex, der sich auf die S&P 500 Optionen bezieht, ne? Und die meisten von euch wissen, dass es so etwas ja auch für zum Beispiel den DAX gibt. Da gibt es nämlich den VDAX New. Kann ich euch mal hier ein Bild zeigen. Und der VDAX New wird nach demselben Prinzip berechnet wie der VIX, nämlich auf die DAX-Optionen, selbe Berechnungsmethode, 30 Tage durchschnittliche Restlaufzeit, at the money, out of the money, in the money Optionen und so weiter und so fort. So, und jetzt wissen wir ja, dass wir gerne, oder ihr wisst es ja, dass wir auch sehr, sehr gerne Volatilitätsprodukte handeln, das heißt den VIX, den kann man ja selbst gar nicht handeln, genauso wie man den VDAX New nicht handeln kann. Aber wir handeln ja zum Beispiel sehr gerne den VXX, das heißt, das ist ein Long-Volatilitäts-ETN und dann handeln wir auch noch sehr gerne den SVXY, das ist ein Short-Volatilitäts-ETN und den SVXY, ne? So viele X, den zeige ich euch mal hier, den kennt ihr auch und ihr wisst, den VXX, den sind wir in der Regel Short oder schreiben Call-Optionen darauf und den SVXY, den sind wir in der Regel Long oder schreiben Put-Optionen darauf. So, und jetzt gab es ja immer die Frage, Mensch, gibt es denn sowas nicht auch für Europa? Und da musste man bislang sagen, nein, das gibt es nicht. Es gibt ja den V-Stocks, auf den kommen wir gleich nochmal, die Volatilität für den Stocks 50, Euro-Stocks 50. Da gibt es auch Futures darauf, da gibt es auch Optionen darauf. Aber für die meisten von uns ist das etwas, was man nicht handelt, weil sie einfach zu teuer sind, weil zu wenig Liquidität da ist. Und deswegen kam das bislang eigentlich kaum zur Anwendung. Jetzt hat es allerdings in den letzten Tagen eine Neuentwicklung gegeben, und zwar Anfang Mai. Und zwar hat da die Firma Velocity Shares, das ist die ETF-ETN-Abteilung von Janus Capital. Janus Capital, ein großes Investmenthaus aus den USA. Die haben zwei Produkte auf den Markt gebracht, die sich auf den V-Stocks beziehen. Der V-Stocks, ich zeige es euch nochmal hier auch im Bild, das ist also die Volatilität auf den Euro-Stocks 50, das heißt auf die 50 größten Aktien in Europa. Und der misst also da die Volatilität, genau wie eben der VIX. Und jetzt gibt es hier diese beiden neuen Produkte. Und zwar, ich muss das noch ablesen, weil die eben noch so neu sind. Im Grunde ist es aber ganz einfach. Nämlich, es gibt einmal den EXIV. Und zwar ist das hier die Long Vola. Und dann, und das ist jetzt was einfach, EVIX. Und das ist die Short Vola. So, das sind beides sogenannte ETNs, also Exchange Traded Notes, genau wie also der VXX. Und die wurden beide am 2. Mai 2017 in den USA zum Handel eingeführt. Und an der CBOE, wobei der Primärmarkt die sogenannte BATS ist, BATS, wurde ja aber kürzlich von der CBOE gekauft. Also deswegen eigentlich ein CBOE-Produkt. So, momentan sind die also jetzt im Handel, wie gesagt, noch nicht mal zwei Wochen jetzt, so knapp drei Wochen sind die jetzt im Handel. Und ja, was ist, wenn man es vergleichen wollte, damit ihr euch eine Vorstellung machen kann? Also, Long die Volatilität dieser EXIV, ich schreibe mal hier hin, VXX,
und schont die Volatilität SVXY. Also, dass wir sagen, okay, wahrscheinlich wird dann für uns das hier interessant sein, dieses Ding short zu gehen. Und das hier wird interessant sein, das Ding hier long zu gehen. So, können wir jetzt alle losrennen und können das Ganze machen? Naja, ganz so einfach ist es noch nicht. Also, wir haben momentan bei beiden, wenn man sich das anschaut, ihr könnt auch mal einfach auf die Website gehen. Ich habe euch hier auch mal ein Bild mitgemacht von der Website. Gebt also einfach ein Velocity Shares, kommt auf die Webseite, dann seht ihr hier an der Seite European Volatility und dann findet ihr auch nochmal alle Informationen darüber. Momentan, die wurden jeweils mit 1 Million Stück aufgelegt, dieser ETN. Anfangs- oder Initial-Offering 1 Million Stück. Und da die beide so momentan zwischen um die 22, 23 Dollar kosten, haben die also eine Marktkapitalisierung jeweils von etwa 23 Millionen Dollar. So, 23 Millionen Dollar, das ist für uns jetzt eine Menge Geld. Für ein Handelsprodukt an der Börse ist es sehr, sehr, sehr wenig. Also wenn wir mal vergleichen, der VXX hat momentan eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar. Ne? Also das ist richtig viel. Da ist das natürlich hier noch sehr, sehr, sehr wenig mit 23 Millionen. Es dürfte aber, denke ich mal, sehr viel mehr werden, weil die Produkte an sich sehr, sehr schön sind. Das Volumen pro Tag, naja, das ist noch nicht so groß. Hier das interessante Produkt, ungefähr 5000 Stück am Tag aktuell. Bei dem hier, den EVIX, momentan 500 Stück am Tag, also noch nicht so viel. Und es gibt auch schon Optionen, und zwar allerdings nur auf den hier. Da gibt es auch schon Optionen und da gibt es auch schon die ersten Market Maker, die das Ganze preisen, aber es gibt noch so gut wie keine Umsätze. Also ich habe die letzten Tage jetzt immer geschaut, ich habe es auch bei mir, ihr könnt es bei IB in eure TWS auch schon mit reinnehmen. Also einfach die beiden Symbole EXIV, EVIX, nehmt ihr mit rein, dann seht ihr das. Natürlich, klar, nach den ersten paar Tagen gibt es noch keine Charts, ne? Hat auch noch keine Vergleichswerte, deswegen müssen wir auch noch ein bisschen warten. Und wer jetzt aber mal auf den Knopf drückt und sagt, ich will die mal verkaufen, es ist so, dass es zumindest bei mir war es nicht möglich, das zu machen. Man sieht zwar schon den Preis, man sieht auch schon die Margin, das scheint sehr, sehr okay zu sein. Also wenn du hier jetzt zum Beispiel sagst, okay, den Short gehen, 2300 Dollar bist du dann Short gegangen, hat es ungefähr, glaube ich, so 500 Dollar Margin, also sehr, sehr okay. Aber IB hat momentan die Orders noch zurückgewiesen. Die haben gesagt, keine Ausführung, und das liegt daran, dass es eben momentan noch keine Liquidität gibt. Und IB ist ja immer so, dass sie sagen, wenn in Produkten keine Liquidität vorhanden ist, dann lassen sie diese nicht zum Handel zu. Woran liegt das? Naja, der Broker sagt, sollte etwas schief gehen mit dieser Position und es ist keine Liquidität, bekomme ich sie nicht weg. Das heißt, ich kann sie nicht schließen, und wenn ich einen Margin Call bekommen würde, könnte auch IB das Ding nur sehr schlecht schließen. Und deswegen sagen die, solange keine Liquidität drin ist, bieten wir den Handel nicht an. Da aber die Symbole schon in der TWS auftauchen und da man auch schon in diversen Blogs, die sich mit Volatilitätsprodukten in den USA beschäftigen, sehr viel darüber lesen konnte. Ne? Ihr müsst einfach nur mal ein bisschen googeln hier mit diesen beiden Symbolen. Six-Figure Investments, Volatility and More und so weiter. Da findet ihr also eine ganze Menge schon darüber. Lest euch auch mal die Prospekte durch, schaut auf die Velocity Shares Seite. Glaube ich, oder ich bin davon überzeugt, dass wir über kurz oder lang auch Liquidität in die Dinger bekommen, weil es ist ja eine super Sache auch für die Amerikaner, weil du natürlich auch dann sagen kannst, hey, du hast jetzt auf der einen Seite diese US-Produkte, mit denen du die Volatilität in den USA abdecken kannst, und du hast jetzt plötzlich auch noch die Volatilität in Europa. Und gerade wir hatten ja jetzt zu Zeiten, wenn ihr euch mal zurückerinnert, die letzten paar Monate, Brexit, Wahl in Frankreich, wir haben jetzt im Herbst die Wahl in Deutschland. Und da gibt es natürlich, man nennt es ja Exposure, ne? Also eine gewisse Erwartungshaltung, die man haben kann, auf Europa bezogen. Und bislang war es eben nur möglich zu sagen, okay, wenn jetzt in Europa was passiert, ne, dann wird es sich auf die ganze Welt auswirken, deswegen handeln wir die amerikanischen Wohlerprodukte. Jetzt könnte es allerdings sein, dass viele dann sagen, hey, da brauche ich doch nicht hier, wenn ich eine Erwartung habe zu Deutschland, dann muss ich doch, oder auf Europa, dann muss ich doch hier nicht VXX handeln, dann kann ich doch hier EXIV handeln oder eben hier EVIX. Ne? Und deswegen glaube ich, dass das sehr, also ich habe zumindest auch die Hoffnung, dass das Produkte werden, die liquide werden, und ich freue mich drauf, dass wir die damit handeln können, weil es einfach unser Universum erweitert, weil wir dann einfach mehr werden tun können. Ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden,
Und vielleicht gibt es ja schon am 31. Mai bei unserem Espresso-Talk mehr darüber zu sagen. Falls dem so ist, dann mache ich das 31. Mai, 15 Uhr, Espresso-Talk live hier. So, jetzt wisst ihr alles über diese beiden Wohler-Produkte. Zumindest wisst ihr jetzt, wo ihr hinschauen müsst. Macht so wie ich. Gebt euch einfach diese beiden Symbole in eure Watchlist, auch in der TWS mit ein. Ich habe also so eine Unterseite, Wohler-Produkte, da habe ich alles, was es an Produkten gibt. Ich habe mir die beiden einfach mit reingenommen, schau hin und ja, du probierst halt jetzt einmal in der Woche, ob du die theoretisch handeln könntest oder nicht. Und wenn es dann geht, dann weißt du auch, dass da die Liquidität reinkommt. Solange der Handel bei AIB nicht zugelassen wird, ne? Also ihr seht das, wenn ihr da auf Margin Check geht, dann kommt gleich so ein roter Balken, kein Handel möglich oder Handel wird zurückgewiesen werden, dann musst du dir keine Sorgen oder dann müsst ihr euch keine Gedanken machen, dann ist auch noch nicht genügend Liquidität da. Sobald das geht, wissen wir, es ist genügend Liquidität da. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Fragen, eure Kommentare hier unten in der Kommentarfunktion und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.